Im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du deinen Gott-Mode freischaltest. Das ist dieser Zustand, in den du manchmal kommst, wo du morgens voller guter Laune, voller Motivation und positivem Antrieb einfach so aus dem Bett springst. Du hast kein Problem, 12, 13, 14, 15, 16 Stunden am Tag fokussiert zu arbeiten. Und das Geilste ist, du bist aber nicht gestresst. Du hast aber auch noch gute Laune und du denkst dir, mein Gott, dafür werde ich auch noch bezahlt, wo du einfach fumm, voll in der Zone bist. Denn, glaubst oder nicht, es gibt ein Rezept, dem du einfach nur folgen brauchst, welches es dir erlaubt, auf diesen Zustand fast tagtäglich zuzugreifen. Damit habe ich mich die letzten Jahre nur beschäftigt, weil mich hat es irgendwann kirre gemacht, dass ich immer wieder in diesem Modus bin und dann am nächsten Tag nicht in diesem Modus. Also habe ich mir genau angeschaut, was sorgt dafür, dass wir in diesem Zustand kommen und was kickt uns aus diesem Zustand wieder raus, was uns dann das Gefühl gibt, oh, ich bin gestresst, oh, ich bin unmotiviert, oh, ich glaube, ich brauche eine Pause, oh, ich glaube, ich sollte jetzt doch nicht mehr so viel machen. Was dann dir dafür sorgt, dass du dein Potenzial nicht verwirklichen kannst, sind wir ehrlich, dieses Video ist für eine bestimmte Art von Mensch gedacht. Ja, das Video ist ja nicht für Leute, die jetzt den ganzen Tag auf der Couch sitzen, Chips in sich reinballern und keine Ambitionen im Leben haben, keine Ziele im Leben haben, bisher noch nicht viel aus sich gemacht haben. Wenn du so jemand bist, ich sag's dir ganz ehrlich, das Video ist nicht für dich. Das Video ist eher für die Leute, die von Natur aus oder was sie es gelernt haben, Macher sind. Ja, die es im Blut haben, ambitioniert zu sein, bestimmte Ziele zu verfolgen, schon einiges im Leben gerissen zu haben, aber merken, weißt du, da geht noch viel mehr. Ich weiß nicht, wie ich auf mein volles Potenzial zugreife, aber ich werde so lange dranbleiben, bis ich es endlich hinkriege. Für genau die Leute ist dieses Video gedacht. Wenn du also die Schnauze voll von dem Gefühl hast, ständig mit angezogener Handbremse durchs Leben zu gehen, als könntest du deine vollen PS irgendwie nicht ganz auf die Straße bringen. Ja, du kennst deine Ziele, du bist ambitioniert, du hast kein Problem damit, lange und hart zu arbeiten, wirklich dran zu bleiben. Doch du merkst, Mensch, ich streng mich so sehr an, aber es fühlt sich an, als würde ich immer gegen eine unsichtbare Mauer laufen oder als würde ich einen Rucksack mit 100 Kilo mit mir rumschleppen und ich sehe irgendwas nicht. So, du fühlst, dass du irgendwas nicht siehst, womit du dich selber aufhältst. Genau dann ist dieses Video hier für dich. Also, hör ganz genau zu, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn das Prinzip, was ich dir heute mitgebe, wird es dir erleichtern, deine nächsten Ziele zu erreichen. Du wirst mehr Spaß dabei haben, du wirst weniger gestresst sein, es wird dir weniger Energie ziehen. Im Gegenteil, das Verfolgen deiner Ziele wird dir sogar mehr Energie geben, wodurch du deine Ziele dann auch mal leichter erreichst und du wirst auch noch kreativer auf dem Weg deine Ziele zu erreichen. Diese Kreativität erlaubt es dir dann, jedes Hindernis, was sich zwischen dir und deine Ziele stellt, so easy zu lösen. Wie gesagt, meine Beziehung hat sich krass verändert, ich habe mich krass verändert, mein Business hat sich verändert, durchweg positiv. Ich habe vorhin meine Umsatzzahlen angeschaut von diesem Jahr. Also es ist so nach oben gegangen. Es hat mich irgendwann komplett kirre gemacht, dass es Wochen in meinem Leben gab, wo ich so produktiv war, wie andere Menschen wahrscheinlich nicht mal in 3 Monaten. Ja, und ich rede nicht von einem erzwungenen Produktivsein, sondern dieses um 5 Uhr morgens aus dem Bett springen wollen, Bock haben, wirklich, wirklich Bock haben. Ja, mich an meine Arbeit setzen, mir meine Ziele anschauen, dranbleiben und auf einmal ist es Abend und ich hatte den ganzen Tag eine geile Zeit. Wirklich den ganzen Tag. Bei der Arbeit, mit den Leuten, die ich zusammengearbeitet habe, bei all meinen Zielen war es einfach locked in und boom nach vorne. Ich dachte in dem Moment immer so, ja Mann, ey, ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab's kapiert. Bis dann die nächste Woche kam. Und weißt du, wie es dann bei der nächsten Woche war? Natürlich weißt du, wie es bei der nächsten Woche war. Wie war es dann bei der nächsten Woche? Bei der nächsten Woche war es dann das genaue Gegenteil. Ich stehe nicht früh morgens auf, sondern oh, ich drücke 15 Mal auf Snooze, weil ich denke so, boah. Weil ich irgendwie schon weiß, was ich heute für To-Dos auf meiner Liste habe, denke mir, ey, muss das jetzt sein? Oh, ist alles so anstrengend und die Calls, die ich habe und boah, dann schleppe ich mich irgendwie aus dem Bett, mach mir so halb verschlafen meinen Kaffee, ja, den ich so erstmal halb neben die Tasse schütte, oh, und gehe dann so an den Computer, fange an zu arbeiten. Es ist die ganze Zeit so ein, Mann, es ist eine einzige Shitshow, was soll ich sagen? Es ist, ich lenke mich in einer Tour ab, schaff's nicht konzentriert dran zu bleiben, hab keinen Bock auf irgendwas. Will, ich sag's ganz ehrlich, ich will am liebsten mir eine Packung Ben & Jerry's holen, eine fucking Tüte Chips vom Kiosk und dann irgendeine dumme Serie oder irgendwelche dummen YouTube-Videos binge-watchen. Und das bin ich so oft durchgegangen, dieses Muster, dass ich mir einfach gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Immer wenn irgendwo ein Muster ist, kannst du dieses Muster auch analysieren und du kannst die darunterliegenden Faktoren herausfinden. Also habe ich mir ganz genau angeschaut, was mache ich denn an diesen Wochen, wo alles so gut läuft, anders
als in den Wochen, wo alles so schlecht läuft. Und ich nehme das Video heute für dich hier auf, weil ich genau das gestern mit einem Coaching-Klienten von mir besprochen habe, weil ich ja genau das gleiche Problem hatte. Und ich habe mir angeschaut, okay, nee, es ist nicht, dass ich meinen Alltag anders eingeteilt habe. Es ist nicht, dass ich irgendwie ein anderes Mindset hatte. Nee, mein Schlaf war auch nicht schlechter. Mein Sport lief. Nee, mit Freunden habe ich auch gegangen. Ich habe mich eigentlich gut um mich gekümmert. Und früher oder später ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Mir ist wirklich die Kinnlade dabei runtergefallen. Bei dem Punkt hör jetzt bitte ganz genau zu. Es ist extrem, extrem wichtig, das zu verstehen. Ich habe mir meine Ziele tagtäglich angeschaut, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nicht einfach, oh ja, das sind meine Ziele, und deshalb nehme ich das Video heute für dich auf, weil gestern ein Coaching-Klient genau das gesagt hat. Wenn man hat ein gut laufendes Business und hat so seine Ziele runtergebrochen, hey, ich will Net Worth von 4 Millionen haben, ich will hier die Familie haben, den Körper und das und das und das. Und es klang wie so eine To-Do-Liste, die er abrattert. Und ich frage ihn, Digga, aber warum? Also warum, was ist denn dein Antrieb dahinter? Und genau das habe ich in diesen Wochen anders gemacht. Ich habe mir nicht einfach meine Ziele angeschaut, meine To-Do-Listen. Ich habe jeden Morgen mich erstmal hingesetzt und mich gefragt, warum mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Wirklich, warum mache ich diesen Scheiß hier? Und ich habe mich wirklich so gefragt, warum mache ich diesen Scheiß? Und weißt du was? Bei den Sachen, wo ich eine gute Antwort gefunden habe, boom, Alter. Boom, ich war sowas von im Flow. Einfach, oh ja, deshalb und deshalb und deshalb. Halt, es hat wie so ein komplettes Netz hat es sich zusammengebaut. Oh, okay, wenn ich an den Kurs weiter dran arbeite, dann kann ich den Leuten so in ihrem Leben helfen. So war es zum Beispiel bei meinem letzten Kurs endlich furchtlos. Oh, und wenn ich da in den Kurs weiter reingehe, verstehe ich das Thema Angst mehr. Oh, das bedeutet, ich kann mutigere Schritte in meinem Leben machen. Das heißt, ich werde eine stärkere Persönlichkeit. Das heißt, ich kann dadurch anderen Leuten nochmal besser helfen. So, oh, okay, natürlich mache ich das. Und bei anderen Sachen saß ich dann davor und habe mich wirklich gefragt, warum verfolge ich das Ziel? Also, das ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo ich mich frage, warum mache ich das? Jetzt im Ernst, warum mache ich das? Und habe es weggestrichen, gemerkt, shit, das Ziel interessiert mich überhaupt nicht. Das heißt, du hast es wahrscheinlich schon lange, 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 lange gemeistert, dir ein bestimmtes Ziel zu setzen und ganz einfach durchzuballern. Das kannst du, ja, das brauchst du niemand mehr beweisen. Gerade dann wird es umso wichtiger, dich zu fragen, okay, warum mache ich das hier? Also wirklich, warum mache ich das hier? Inwiefern macht es mein Leben besser? Inwiefern macht es das Leben meiner Familie besser? Inwiefern macht es das Leben der Gesellschaft besser? Von anderen Menschen, die mit mir in Kontakt kommen? Inwiefern werde ich dadurch glücklicher? Inwiefern kann ich es dadurch den Leuten, und das ist eine sehr niedrige Motivation, aber die ist wichtig, auch die brauchen wir, inwiefern kann ich es damit den Leuten heimzahlen, die immer an mir gezweifelt haben? Merkst du, wie da verschiedene Stufen von Motivation oder von Antrieben hinter sind? Ein höheres Warum? Ja, was zum Wohl der Menschheit da ist, hey, damit kann ich das Leben anderer Leute bereichern und ich kann ihnen Schmerz nehmen und ich kann ihnen dabei helfen, dass es ihnen besser geht. Das Alltägliche, so, ja, ich will halt ein geiles Leben haben, Mann, was soll ich sagen? Ich will ein geiles Leben haben, ich will, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht, natürlich. Und so das Niedrige, so das so, ich muss immer an 187 Gangster-Rap oder sowas denken, weißt du, ich zeig's euch allen, Motherfucker, ist halt, ja, aber das ist ein Teil von uns, das ist ein Teil und der kommt, wenn du ehrlich mit dir bist, sei ehrlich, come on. Come on, sei ehrlich mit dir. Der kommt auch gern mal raus. Ich will es den Motherfuckern einfach zeigen, dass ich besser bin als die. Du solltest nicht 24-7 aus diesem Teil kommen, weil der ist manchmal da, nicht wahr? Und das in den Vordergrund zu holen. Okay, warum mache ich den Scheiß hier? Und das dann mit all diesen Teilen in Verbindung zu bringen, mit dem Höheren, mit dem Alltäglichen, mit dem niedrigen Ego-Antrieb, dann kommst du in diesen Flow. Und dann gucken dich andere an und fragen sich, ey, wie kann das denn sein, dass du immer so konzentriert bist und so krass durchziehst und auch noch Spaß dabei hast? Hör auf, dich noch mehr zu zwingen, an einem Projekt dran zu bleiben. Hör auf, dich noch mehr daran zu zwingen, endlich an den Schreibtisch zu gehen und dein Business voranzubringen. Nein, 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 nein. Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit schon allen Menschen um dich herum und dir erst recht sehr, sehr, sehr oft bewiesen, dass du in der Lage bist, dir ein Ziel zu setzen, konzentriert dran zu bleiben, einfach mal ein paar Jahre durchzuhasseln und dann bist du da. Das haben wir gemeistert. Ja, das brauchst du nicht nochmal jemandem beweisen. Jetzt ist die Frage für dich. Das ist die eine Frage. Ja, die eine Frage, die alles einfacher macht und die vieles, was du gerade machst, was dir mentalen Speicherplatz nimmt, was dir Emotionen und Energie zieht. Diese Frage macht vieles, vieles, vieles von dem, was dir schadet, komplett überflüssig, dass du es einfach weglassen kannst. Und zwar ist die Frage, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Warum mache ich das?